Natürlich kann ich euch die Frage beantworten, wo ich meine Nase habe machen lassen. Ich habe meine Nase bei Dr. Kadra in Dortmund operieren lassen und ich bin unfassbar zufrieden mit seiner Arbeit. Meine Nase war von Anfang an immer schon relativ klein. Ich hatte keine Riesennase. Hier seht ihr mal so das Stadium meiner Nasenoperation. Auf der Seite seht ihr das vorher, seitlich und von vorne. Und ihr seht auch, was wir gemacht haben. Also hier oben an dem Steg haben wir gar nichts gemacht, außer dass wir brechen mussten, weil meine Nase einfach schief war. Und das, was am meisten mein Problem, also Problem ist es nicht, ihr versteht hoffentlich, was ich meine und dass ich hiermit keine Operation empfehle, aber ich möchte einfach ehrlich darauf eingehen, dass wir hier vorne Gewebe rausgenommen haben und dementsprechend musste hier geöffnet werden. Es musste, wie gesagt, gebrochen werden, weil meine Nase komplett schief war. Es war direkt nach dem Eingriff, ich meine 4 Tage später bei dem Gipswechsel. Das Bild hier ist nach der OP, ich meine nach der Gipsabnahme 2,5 Wochen später. Und das Einzige, was ich hatte, waren wirklich diese blauen Flecken unter meinem Auge, die hier waren, und das war's. Ich hatte kaum Schwellung, ich hatte keine Probleme, ich habe meine Nase auch nach der OP nicht tapen müssen und ich bin unfassbar happy und zufrieden. Seine Arbeit ist wirklich der Wahnsinn und so sieht meine Nase jetzt seitlich aus und so von der anderen Seite und so von vorne. Ich finde, meine Nase passt jetzt viel, viel besser zu meinem Gesicht und mein Gesicht sieht dadurch einfach ein bisschen weicher aus. Wenn ihr Probleme habt oder eine Nase möchtet, die zu eurem Gesicht passt, weil er operiert nicht eine Nase auf jedes Gesicht, sondern achtet wirklich auch auf eure Gesichtsfeatures. Und das finde ich an ihm wirklich super. Er ist in Dortmund und er ist wirklich meiner Meinung nach eines der besten Ärzte, gerade was Nasen-OPs angeht. Ich hatte auch eine Freundin, die bei ihm eine Operation gemacht hat und auch ihre Nase passt perfekt zu ihrem Gesicht. Nicht zu klein. Es ist einfach wirklich, seine Arbeit ist toll.